So, hallo YouTube. Ja, mal wieder ein spontanes Video von unterwegs. Frei Hand gefilmt, weil es eben so spontan ist. Ich habe vor ein paar Monaten mal dieses Messer hier ausgepackt. Und wahrscheinlich gibt es auch schon ein Video darüber. Das weiß ich gerade gar nicht auswendig. Auf jeden Fall habe ich damals gefragt in dem Video, ob einer der zuschaut, vielleicht den Messermacher kennt. Und zwar Sebastian Flägel. Hat sich keiner gemeldet. Und auch wenn man da googelt, findet man irgendwie auch nichts. Also ich habe schon eine Weile im Internet geschaut und habe da weiter nichts gefunden. Ja, warum jetzt heute dieses Video? Ganz einfach. Heute Nacht irgendwann hat sich der Macher von dem Messer hier bei mir gemeldet. Und zwar auf Instagram und auf YouTube gleichzeitig. Und hat eben geschrieben, dass er das Messer gebaut hat. Und zwar vor über 8 Jahren. Ja, und hat auch nochmal was zum Material gesagt. Da hatte ich ja wenig gewusst und die Angaben, die ich hatte, die waren auch noch teilweise falsch. Ja, so läuft halt. Also die angegebenen Griffschalen aus Giraffenknochen sind nicht aus Giraffenknochen, sondern Wasserbüffel. Ja. Ja, es gibt halt ein paar Tiere auf der Welt, die haben besonders geeignete Knochen, wahrscheinlich stabile und sehr dichte Knochen. Und da gehören halt, ja, die Büffel, hört man da öfters, oder Rinder. Und eben auch Kamel und Giraffe und sowas gehört halt da einfach dazu. Und in dem Fall haben wir hier eben Wasserbüffel. Und nicht die angegebenen Giraffen. Gut. Wie viel Unterschied es macht in der Haptik und Optik, weiß ich nicht. Wahrscheinlich wenig. Die Klinge, da hatte ich schon irgendwie vermutet, dass es kein rostfreier Stahl ist. Und das hat sich auch bestätigt jetzt durch den Post vom Hersteller, vom Macher. Das ist der Stahl 1.2442 oder auch 115 W8. Ja, das ist ein Kaltarbeiterstahl, ein Werkzeugstahl. Mit ja schon gehobenen Kohlenstoff, also über 1%, 1,1 bis 1,2, wenn ich mich richtig erinnere. Und er behindert auch Wolfram, also ist ein Wolframstahl und die kann man schon relativ hoch härten. Ist schon ein bisschen was Besseres, gehobeneres bei den Stählen. Da werden auch mit Metallsägen, also Blätter von Metallsägen, werden da auch hergestellt unter anderem. Ja, und wird aber auch von verschiedenen Messermachern benutzt, wenn man die Stahlseite mal eingibt bei Google, um jetzt zum Beispiel mal die Analyse zu sehen, also die Zusammensetzung oder eben auch, was sonst noch so drüber geschrieben wird, sieht man es eben auch, dass da öfters mal Messermacher den Stahl eben auch benutzen. Ja, das war jetzt nochmal so ein Update. Hat mich gefreut, dass er sich gemeldet hat, eben auf YouTube und vor allem auf Instagram, weil er hat auch einen eigenen Instagram-Account. Wo er sehr viel Fotos hochgeladen hat. In letzter Zeit nicht mehr so viel Messerfotos, aber wenn man weiter zurückblättert, findet man auch noch viel Fotos von Messern, wie er sie macht, auch also kurze Filmchen und alles Mögliche und was er sonst noch so gebaut hat in den letzten Jahren. Ja, hat mich sehr gefreut, weil das war eben so ein Messer, wo ich eben nicht viel drüber gewusst habe. Und ist halt schwer an Informationen zu kommen. Ist halt was anderes, wenn man sich jetzt ein Benchmade, Spider-Core oder irgendwas kauft. Da findet man alles drüber, aber so von so relativ vielleicht unbekannten Messermachern. Und wenn das auch noch ein Einzelstück ist hier, da ist es dann schwieriger, was rauszufinden, wie es aussieht. Ja, okay, das war schon. Das wollte ich ja nochmal zeigen oder ein Update machen. Dann mal danke fürs Zusehen, fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Und ciao.